Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Nun können wir unser eigenen Formatvorlagen machen. Und ich habe das auch eingesetzt, ich habe das letzte Mal hergezeigt, okay, habe da meine To-Dos hineingefügt, dass die Sachen, die ich noch machen möchte, Notizen an mich selbst, dass die auffallen, haben wir uns halt eine schöne Formatvorlage geschrieben. Gut, ja, jetzt wollen wir meine ganzen To-Dos finden. Ja, die sind jetzt irgendwo verteilt im Text. Jetzt muss ich natürlich zugeben, dieser Text ist noch nicht so lange. Ja, aber trotzdem, ich will es euch herzeigen. Ja, also, ich möchte jetzt alles finden, wo ich To-Do hineingeschrieben habe. Ja, wie mache ich das? Wie komme ich dazu? Ja, und da gibt es da oben gibt's ein Feld, Suchen. Ja, da, neben der Formatverlagerung kann man schon suchen. Nur draufdrücken, kommt da links so ein Navigationsfenster, ja, und da kann ich jetzt was eingeben. Zum Beispiel suche ich nach To-Do, weil so habe ich es immer geschrieben, boah, und wird alles aufgelistet. Wird alle Sachen aufgelistet, wo ich To-Do geschrieben habe. Hier. Und da sehen wir schon, aha, das ist unabhängig vom Format. Das heißt, hier kann ich mich hineinsetzen, kann sagen, passt, das mache ich so. Und jetzt ist es weg. Ja, das ist vielleicht ein bisschen noch, da muss ich nämlich nur mal suchen. Weil sobald ich nämlich etwas verändere, muss ich immer wieder suchen. Also so komme ich daher, durch Suchen. Ja. Kann ich auch machen, Steuerung, Find, String, ja, Steuerung F, ist ebenfalls Suchen, komme ich genau zu der gleichen Leiste. Das ist ein bisschen angenehmer, weil ich brauche jetzt einfach nur Steuerung F drücken und bin wieder da. Und wir sehen, jedes Mal, wenn ich Steuerung F drücke, ja, würde ich zum nächsten, oder da kann ich durch die Ergebnisse durchschalten. Passt. Ja. Also das ist praktisch das Suchen. Diese Navigation, die da aufgeht auf der Seite, machen wir es zu. Ja, machen wir es so, jetzt ist es weg. Die Navigation kann ich auch anders drauf machen. Die kann ich auch mal aufmachen unter Ansicht. Ja, und da gibt es Navigationsbereich hier oben. Drücke ich drauf und dann wird die hergezeigt. Und da gibt es eigentlich verschiedene Reiter. Da sehen wir Seiten. Okay, da sehe ich einen Überblick der Seiten. Zwei Seiten hat das Dokument im Moment nochmal. Und da kann ich auch auf Überschriften umschalten. Und da sehen wir unsere Struktur. Und das kann ich hier auch auf- und zuklappen. Und da sehe ich die ganzen Überschriften. Das ist, was Überschriften sind. Das ist, weil wir die Formatvorlage Überschrift verwendet haben. Und wenn ich die zum Beispiel auf Schrifterstellung anpassen klicke, dann komme ich in die richtige Stelle des Textes. Da kann man mit der Navigation kann man eigentlich ganz gut arbeiten auch. Gell? Also das einmal nebenbei. Ja? Navigation kann man hier ein- und ausschalten. Bei Suchen geht sie halt mit automatisch auf. So, und jetzt möchte ich ersetzen. Ja? Ersetzen. Und jetzt habe ich gesehen, To-Do habe ich falsch geschrieben. Ich will eigentlich, dass das To-Do heißt. Ja? Und jetzt kann ich sagen, weitersuchen. Tut sich aber nichts. Ja? Ja? Weil immer, wenn ich weitersuchen sage, wird einfach weitergesucht. Ja? Und zwar weitersuchen so lang, bis ich das letzte To-Do gefunden habe. Ja? Und dann drücke ich weitersuchen, dann kommt die Meldung, wir sind mit der Suche im Dokument fertig. Weil ich da unten angefangen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier anfangen würde, ja, jetzt bin ich hier, es sind noch zwei To-Do vor mir. Weitersuchen, ein To-Do, zweites To-Do, jetzt läuft es durch und jetzt bin ich wieder am Anfang des Dokuments und suche dort weiter. Ja, und jetzt sagt er da fertig. Ja, also nicht, das ist nicht, weil das Dokument fertig war, sondern dort, wo ich, fängt dort an, wo ich mit dem Cursor suche. Okay? Dann kann ich jetzt einmal weitersuchen. Und wenn ich das ersetzen will, drücke ich auf Ersetzen. Ja, ersetzen, fort gleich weiter. Aha. Das hat auch gleich ein Auto. Schau, das habe ich doch ganz anders geschrieben. Das habe ich ja klein geschrieben. Ersetzen. Wir sind mit dem Dokument fertig. Warum schreibt ihr das da groß? Weil Word auch eine Autokorrektur besitzt. Ja. Und diese Autokorrektur schaut mir nach, ob
ob ich irgendwas vielleicht falsch angeschrieben habe, und das ist am Anfang von einem Satz, also schreibt das großautomatisch, ja? Egal was ich hier eingebe. Und wenn ich jetzt weitersuchen tue, dann finde ich aber noch immer das, obwohl ich das ja mit der großen T geschrieben habe und da mit kleinen T, dann finde ich ja noch immer das. Das ist, und der erweitert kann man dann einschreiben, groß, kleinschreiben und beachten. Ja? Weitersuchen, jetzt findet das nicht mehr. Jetzt findet das nicht mehr. Also da kann man praktisch ein paar Sachen noch anwenden. Ja? Jetzt muss ich zum Beispiel, wenn ich es finden will, muss ich noch To-Do suchen. Ja? Weitersuchen, jetzt findet er wieder was. Ja? Und jetzt ersetzen da, schreibt es auch klein. Jetzt pfeift er auf die Autokorrektur. Jetzt ist das eigentlich so, wie ich das haben will. Ja? Gut. Gut. Ja? Suchen, ersetzen. Ja? Dann kann man nur gehe zu. Also darum kann man suchen übrigens, gell? Geht genauso. Das, wie komme ich zu diesem Suchen? Warum gibt es da auch wieder Suchen? Warum gibt es da auch wieder Suchen? Warum schaut das schon wieder anders aus? Ja? Das ist, wenn ich hier auf Suchen gehe, ja? Dann kommt das einmal. Ja? Gut, haben wir gemacht. Oder ich kann das Pfeilchen rechts drücken, kann sagen erweiterte Suche, dann kommt das. Und da kann ich nämlich jetzt einstellen, groß, kleinschreiben, beachten, Präfixe, Suffixe, nur ganzes Wort suchen, also nicht Teil des Wortes, ja, dann würde zum Beispiel Papier, wenn ich Papier eingebe, würde er Papier finden, aber Klopapier nicht, wenn ich ganzes Wort. Was Besseres ist mir jetzt gerade in der Eile nicht eingefallen, Schreibpapier wäre vielleicht, sehr wurscht, ja, egal. Ich denke, man hat es begriffen. Ganzes Wort heißt ganzes Wort. Gut, ja. Und dann würde es noch im gleichen Dialogfeld dieses Gehe zu geben. Und da kann man sagen, Zeile 50. Gehe in die Zeile 50 und dann bin ich schon in der Zeile 50. Ja, passt. So schaut's aus. Papier. Ja, wie gesagt, durchgelesen haben wir es noch nie wirklich. Nein, nicht wirklich. Zeig's lieber mal her. Ja. Was machen wir das nächste Mal? Jetzt können wir suchen, wir können speichern, wir können Formatvorlagen verwenden. Ja, vielleicht noch etwas zur Gestaltung des Textes mit dieser Zeile da oben. Die haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt. Ja. Das nächste Mal schauen wir uns Tabulatoren, sogenannte Tabulatoren an, einrücken um eine bestimmte Anzahl. Nämlich auch ganz wichtig, es wird auch oft falsch gemacht. Also Verwenden von Tabulatoren ist das Thema unseres nächsten Videos. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.